In Nürnberg hat an Heiligabend ein Mann einen 33-Jährigen im Streit vor eine einfahrende U-Bahn am Hauptbahnhof gestoßen. Täter und Opfer sind Iraker. Das Opfer wurde im Gleisbett unter dem Triebwagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde von der Feuerwehr geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Täter konnte erst fliehen. Durch die Auswertung von Überwachungsvideos wurde er jedoch nach weniger als einer Stunde festgenommen. Er sollte einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Grund des Streits ist bisher unklar.